Ja, servus und willkommen zurück zu Dragon Age Origins Hexenjagd. Wir sind auf der Suche nach den Lichtern Alephans. Genau, Schaufler, du sagst es. Und die scheinen hier irgendwo im Kadesh-Zeig zu sein. Und wir haben gleich ein kleines Empfangskomitee. Ein paar Kreischer, ich hasse die Viecher. Oh. Ich habe keine Angst. Und ich merke gerade, dass ich... die Kopfhörerlautstärke etwas runterstellen muss. Sorry, ich habe gerade verzweifelt nach dem Lautstärkenregler gesucht. Das Rad am Kopfhörer. Das war nämlich etwas zu laut. Die machen ihrem Namen nämlich alle Ehre. Nicht mal was gedroppt haben sie. Unglaublich. Charakteristischer Stein. War das nicht Shales Ding? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sieht es auch nur so ähnlich aus, aber im Kadesh-Teig war nur auf jeden Fall. Was sollen wir jetzt machen? Ah, hallo. Oh, ich habe mich auch schon lange nicht mehr gesehen. Warum greift ihr nicht die anderen an? Ne? Das ging ja. Die Inschrift hier drüben ist in einem alten Zwergendialekt verfasst. Falls ihr weitere derartige Inschriften findet, könnte ich sie vielleicht übersetzen. Okay. Klingt gut. Schauen wir uns mal an. Der Hund scheint aber besonders... selbstverständlich. Und das kannst du nicht übersetzen? Nur Schaufler sitzt jetzt eine Stange Wasser dagegen? Da gehe ich ganz bestimmt nicht lang. Super. Hat's ja... Das hat ja funktioniert. Super. Ich dachte, er übersetzt das jetzt. Schaufler muss auch alles von Interesse irgendwie markieren, oder? Ein magischer Wirbel. Oh. Mit ihm können wir die Energie sichtbar machen, die zu den Lichtern Alephans strömt. Okay. Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr dem Weg folgen? Es geht in die Richtung, schätze ich mal. Sonst haben wir auch keinen Weg, muss man auch fairerweise sagen. Ich dachte immer, die Zwerge seien geistlos, ohne jegliche Magie. Aber dieser Ort ist überwältigend. Was heißt hier geistlos? Oh. Ich habe keinen Bogen ausgerüstet. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe wirklich keine Zweitwaffe. Das kann natürlich nicht sein. Wir nehmen den hier. Und ein paar Pfeile, wenn wir die Dinger schon haben. Wenigstens sind keine Magier dabei. Gut, da hat er eingefroren. Oh, nicht schlecht. In Ordnung. Vielleicht sollten wir auch runtergehen, macht vielleicht mehr Sinn. Ja, okay. Läuft doch gut. Ich verstehe. Ey, nicht zurücklaufen, ihr habt noch einen vergessen, hey. Lebe ich noch? Ja, ich lebe. Okay, Finn. Der Mann genau kann sich so über die einfachsten Dinge freuen. So schlimm waren die jetzt auch nicht. Ah gut, für ihn, ich bin er hat vielleicht noch nie den Turm verlassen, man weiß es nicht. Seit er da ist. Ui, verschlissene Notiz, okay. Die Kadash-Zwerge wussten nicht einmal, dass hier einst El... Gleich hören wir uns seine Ausführung an. Briefe aus der Vergangenheit, Kommandante, Regner aus dem Hause Kadash. Es war klug von euch, uns die Relikte zu schicken, die ihr entdeckt habt. Die Halle der Bewahrung hat die Inschriften auf ihnen mit verschiedenen Aufzeichnungen verglichen und ist überzeugt, dass sie elfischen Ursprungs und möglicherweise tausende von Jahren alt sind. Ich empfehle euch, die Reparaturen am Trainingsgelände der Krieger einzustellen und unverzüglich mit der Untersuchung fortzufahren. Wir werden euch sobald wie möglich Unterstützung aus Kalsharok schicken. Okay. Gelebt hatten. Wäre das nicht bemerkenswert genug, um in den Erinnerungen festgehalten zu werden? Ja.
Was sie damit gemacht haben mit dieser Information, das ist die andere Frage. Hier rein? Die Dinger sind hier rein, aber gut. Ich glaube, hier ist irgendwas. Okay. Ist das eins der Lichter? Ja. Oh, Wächter! Das hat das Wort auf der Schriftrolle also bedeutet. Was kommt denn da? Ah, okay. Genau so wird es geschehen. Lampen sind alte Lampen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Statue auch mal etwas wörtlich meint. Tja, jeder Tag eine neue Überraschung, nicht? Okay, die Dinger sind also mehr als nur Wegweiser. Die zeigen uns auch direkt, wo die Lichter sind. Können wir hier runter? Nee. Führt eh nirgendwo hin. Ich bin jetzt etwas verschnupft oder meine Nase läuft etwas. Wenn ich wieder zurück bin. Sollte ich die Geschichte der Zwerge studieren? Tu das. Schön, dass du dich dafür begeisterst. Die Geschichte von Nurak ist eine spannende. Beziehungsweise seines Volkes. Ich wollte sagen, ich bin etwas verschnupft. Jetzt pausiere ich mal kurz. Deswegen schnüffel ich ab und zu etwas. Seht es mir bitte nach. Ja, Finn. Erstmal dunkle Brut, dann Notizbuch, würde ich sagen. Selbstverständlich. Schön, dass er von den Zwergen im Moment so fasziniert ist, aber ich würde mich besser fühlen, wenn er erstmal hier ein bisschen uns hilft und dann sein Notizbuch zückt. Oh, da ist immer noch. Irgendwo müssen noch Gegner sein. Ein Bronto, okay. Eine seltsame Vorstellung, dass die Zwerge den geflohenen Elfen aus Arlathan in dieser Dunkelheit Zuflucht gewährt haben. Los! Vergieß mir ein wenig Blut! Für die Dele! Ich werde irgendwas jetzt explodieren! Okay, das war ein dunkler Bronto oder so. So viel ist ja hier nicht an Loot, glaube ich. Drüben ist eine Truhe. Ich schaue trotzdem etwas. Wir sehen die magische Energie, die von den Lichtern Arlathans angezogen wird. Okay, also da weiter. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, dieser... Ja? Ups, hier ist nichts. Jetzt hat das Speichern leider seinen Monolog unterbrochen. Tiefenlaura, ich habe mich ja voll vermisst. Ich bin erfroren. Was wären die Tiefenwege ohne Tiefenlaura? Nicht dasselbe. Nein, du musst jetzt hier nicht rumschreien. Ein bisschen seltsam. Aber selbstverständlich. Hey, wo ist das nächste Licht? Knochenberg? Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Ist das Magie? Oder ein spezieller Brennstoff? Oder liegt es vielleicht am Aufbau der Leuchter? Hey, wartet auf mich! Er sagt hierhin. Mal sehen. Ich sehe eins. Ach, hier ist es. Wie ihr wünscht. Rückblickend betrachtet... Hätten wir wohl mit dieser Art von Widerstand rechnen müssen. Wahrscheinlich. Aber der ist einfacher als der letzte. Oh, dafür haben wir mehr. Ein guter Schlag. Das sind jetzt zwei Lampen. Bald haben wir genug. Wann haben wir denn genug? 3, 4, 10? Keiner weiß es. Ich schätze mal hier weiter. Es kann für meine Leute nicht angenehm gewesen sein, sich unter so viel Fels zu verstecken. Hey, nichts gegen Fels.
Das ist eine Sackgasse. Ich dachte, hier werden ein paar lang geflogen. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Oh, hallo. Und ein Magier. Wie ihr wünscht. Tschüss. Das geht wenigstens hier. Genau so wird es geschehen. In Ordnung. Brauchen wir Ausdauertrank. Aber der Schwierigkeit bisher brauchen wir noch keine Ausdauertränke. So, Knochenwerk. Oh. Verschlissenes Tagebuch. Ich frage mich, ob diese... Wie enttäuschend. Ja, enttäuscht sind eure abgebrochenen Monologe, verdammt. Briefe aus der Vergangenheit. Die Ausgrabungen gehen gut voran. Ich glaube, Vara Varek hofft insgeheim, dass ihn die Artefakte zu der verlorenen Stadt Alephan führen. Obwohl die Aufzeichnungen aus dem Winter von ihrer vollständigen Zerstörung sprechen. Selbst wenn er den Standort der Stadt fände, wäre dort wohl kaum etwas von Wert und die Artefakte selbst müssten durch Handel in diese Gegend gekommen sein. Der Kadesh-Teig ist alt und wurde über eine alte Ansiedlung namens Kadalesh erbaut. Nach so langer Zeit kann sich aller möglicher Plunder ansammeln, selbst elfischer Herkunft. Okay, sie zweifeln also an das Kadalesh oder wie es hieß, elfisch war. Ihr seid nicht allzu glücklich darüber, außerhalb des Turms zu sein, Finn. Ich dachte, die meisten Magier wollen frei sein. Und warum? Nur um draußen zu sein? Seht ihr diesen Fleck auf meiner Robe? Das ist Schlamm. Im Turm gibt es keinen Schlamm. Oh, ich vermisse die trockene Gemütlichkeit. Okay. Schlamm macht ihn also etwas mehr aus dunkler Brut, entnehme ich daraus. Wir sehen die magische Energie, die von den Lichtern Arlethens angezogen wird. Ich denke mal hier irgendwo. Oh. Mauerwerk. Seht euch nur diese Kunstfertigkeit auf. Finn. Entschuldigung. Ja, Finn. Reiß dich mal zusammen hier. Und das ist, glaube ich, von der dunklen Brut, diese Schwere hier. Finn schweift einfach gerne ab. Okay. Wir müssen links. Aber hier ist noch ein Knochenberg. Zerrissener Brief, okay. Es ist also wahr. Eine kleine Gruppe von Elfen hat hier Zuflucht gesucht. Ich hoffe, er spricht weiter, nachdem wir gelesen haben. Aus dem Tagebuch der stellvertretenden Bewahrerin Schaller. Daher, ich habe die Schnitzereien. Sie zeigen zwei Elfen, die nach der Zerstörung Alephans eine Allianz mit den Zwergen von Kadalesh bilden. Die Gelehrten sagen, das sei der Beweis, dass sie hier Zuflucht gesucht haben, um dem Reich zu entkommen. Wir müssen dafür bei Sammlern und Historikern einen guten Preis erzielen können. Außerdem wurde ich fast erwischt, als ich deinen Mann diese Dinger gebracht habe. Wenn sie das rausfinden, hängen sie mich. Ich will da einen größeren Anteil, die Hälfte, oder wir sind geschiedene Leute. Brief eines Ausgrabungsarbeiters. Ah, okay. Die haben die Beweise also verkauft. Kunstraub sozusagen. Hm. Es geht über die Brücke. Wo geht's hier eigentlich hin? Okay, nirgendwo. Ich denke mal, wir müssen über die Brücke rüber. Darauf, wohin sie sich bewegen. Ich war mir so sicher. Verdammt. Was denn, dass hier das nächste Licht ist, oder was? Papierfetzen? Aber selbstverständlich. Karl Scharrock hat... Ach, jetzt habe ich sie schon wieder unterbrochen. Es ist immer ein Kreuz, ey. So, wir dachten, das Reich hätte die in Kadalesh? Egal. Versteckten Elfen gefunden und sie vernichtet, aber es ergibt keinen Sinn. Der Teig wurde durch gewöhnliche Zwergenwaffen zerstört und nicht durch magische Kräfte. Keine übernatürlichen Mächte haben den Stein zum Schmelzen gebracht und keine gewaltigen Kräfte die Säulen pulverisiert. Nach einigen anderen Dingen haben wir auch Schilde entdeckt, die das Wappen alter Häuser von Culture Rock zierte. Wir haben Kadalesh zerstört. Es war unser eigenes Volk. Die einzige Erklärung, die jetzt noch bleibt, ist, dass Culture Rock herausgefunden hat, dass die Elfen hier Zuflucht gefunden haben.
Und um ihre Allianz mit dem Reich von Tevinter nicht zu gefährden, haben die Zwerge Maßnahmen ergriffen, um alles zu vertuschen. Obwohl bislang noch keine Beweise gefunden wurden, die diese Theorie widerlegen, hat sie die Halle der Bewahrung entzweit. Während einige diesen Vorfall in die Erinnerung aufnehmen möchten, beharren andere darauf, dass die Wahrheit in den dunklen Hallen der tiefen Wege begraben liegt. Atalash vernichtet. Aus Angst vor dem Reich von Tevinter haben die Zwerge ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Wie verabscheuungswürdig. Ja, keine feine Art, überhaupt nicht. Ja, was ist denn da? Ein Bronto hinterm Eck. Hallo Bronto. Wie ihr wünscht. Ja. Irgendwo in der Nähe sind noch Gegner. Bist du noch nicht tot? Ja, die haben uns noch nicht entdeckt. Ich bin ein Magier. Hört meinen Schrei. Sehr seltsamer Kampfruf, aber okay. An Einzigartigkeit nicht zu überbieten. Ihr wart also noch nie draußen? Das ist das erste Mal? Nein, natürlich war ich schon draußen. Aber es war schrecklich. Wir mussten Dehnübungen machen. Ich habe geschwitzt. Und überall war Dreck. Während meiner Zeit als Schüler dachten unsere Lehrer, es würde uns gut tun, mindestens einmal die Woche an die frische Luft zu kommen und ein paar Übungen zu machen. Sonne und frische Luft sind gut für euch. Wisst ihr, wovon die frische Luft im Sommer voll ist? Mücken. Und sie gieren nach frischem, zartem Magierfleisch. Nun ja, wenn man es so sieht. Aber zum Glück hatte sich die Sache schnell erledigt, als ein Schüler diese Gelegenheit genutzt hat. Er ist einfach von der Anlegestelle gesprungen und ans andere Ufer geschwommen. Die Templer konnten ihm in ihren Rüstungen nicht hinterher schwimmen. Sie haben ihn erst eine Woche später wieder aufgespürt. Danach mussten wir plötzlich nicht mehr nach draußen. Aber dieser Magier Enders hat immer wieder versucht zu entkommen. Und seit seinem letzten Fluchtversuch habe ich nichts mehr von ihm gehört. Wer dieser Enders wohl sein könnte? Das wird wohl keine Anspielung auf zukünftige Dragon Age Episoden sein. Nein, nein. Interessant, okay. Man könnte sich vorstellen, dass das die Natur bei Magier nicht so beliebt ist. Oh, eine kleine Gruppe hinterm Zaun, versteckt ihr euch da, wirklich? Oh, die chillen da vorm Lagerfeuer. Sorry, jetzt habe ich euch unterbrochen hier. Gleich ist euer Schmerz zu Ende. Gürtel der hohen Beweglichkeit. Nicht schlecht, und ich habe ja keinen Gürtel. Das ist genau das, was ich für meinen Dieb brauche. Sehr schön. In Ordnung. Hier ist noch eine Truhe. Wie ihr wünscht. Eine Frostbombe, okay. Und einiges anderes Buffzeug. Wo führst du uns denn hin? Weiter den Weg entlang. Nee, hinter der Säule ist es schon. Okay. Interessant. Hier? Das ist ein bisschen wie eine Schatzsuche. Da ist es. Nehmen wir es uns mal. Könnten wir uns nicht einfach friedlich einigen? Wir diese Magie nicht verloren. Ja! 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 Aha! Was machen wir denn jetzt? Sie ist gelähmt. Es muss irgendwo einen Magier geben. Da. Genau so wird es geschehen. Autsch. Das reicht jetzt aber hier. Er ist ja nervig hier. Okay, jetzt ist er weg. Ich bin erfroren. Ich wünschte, wir könnten diesen ansprechen, anstatt sie zu töten. Ja, Ariane, das wünsche ich auch. Ich sag einfach Ariane zu dir, keinen Bock auf die englische Aussprache. Vor allem manchmal können sich diese Spiele auch nie entscheiden.
Da kommen in den ersten Folgen kommt auch Magi. Ich bin fest überzeugt, dass sie am Anfang Zirkel der Magie gesagt haben. Magi gesagt haben und nicht Magi und so. Das gleiche ist bei Mass Effect. Das werden wir auch noch zusammen sehen, hoffentlich. Das am Anfang heißen bestimmte Gegner. Werden deutsch ausgesprochen und dann später entscheidet sich das Spiel auf einmal, das dann zu verenglischen. Was sehr seltsam ist. Noch ein Licht? Okay, noch ein Licht. Ich glaube, hier müssen wir reinkommen, Jan sein. Ja, das müsste Shale's Teig sein. Ich kann mich nämlich an diese schönen Pflanzen hier erinnern, dass das alles so ungewöhnlich grün war am Anfang. Einen Moment. Willst du das nach draußen führen, oder? Finde die Lichter Alephans. Gefunden Lichter 3 von 4. Okay, eins fehlt wirklich noch. Einen Moment. Weil da sind wir ja schon wieder nach draußen, oder? Wo geht's hier hin? Gebietsausgang, genau. Wir haben eins, müssen eins übersehen haben. Und die kommen nicht nach draußen, die führen da hinten hin. Okay. Mein Fehler. Wir haben eins übersehen. Irgendwo hier. Schöner Blue Fleck, der da drin ist. Aber, glaub ich, da wir sehen drin. Die magische Energie, die von den Lichtern Arlefens angezogen wird. Okay, ich muss länger warten, glaube ich. Oh, über die Brücke, okay. Mist, dann habe ich wirklich eins verpasst. Da hätte ich mal länger warten sollen und schauen, wohin das Zeug geht. Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. Ich versuche es. Ah, okay. I see. Komm zu mir, oh süßes. Na also. Ah. Es ist soweit. Ein ganz starker Magier. Schaublein schon noch. Ich bin erfroren. Umgelegt. Wie ihr wünscht. Okay. Wir haben 4 Lichter Arlefans. Ich hoffe, sie reichen aus. Allerdings brauchen wir noch immer die Scherbe des Illuvien. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zu den Elfenruinen aufbrechen. Okay, das werden wir dann auch tun, denke ich mal. Aber das, glaube ich, schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Gehe ich hier richtig? Ja, ich sollte hier richtig sein. Und in der nächsten Folge werden wir dann die Scherben suchen des Spiegels, den die Elfen ja zerstört haben. Und dann schauen wir mal, wie wir damit Morrigan finden. Das sollte irgendwie klappen. Wenn wir der Spur des Spiegels folgen, sollten wir Morrigan finden. Und ich bin sehr gespannt, was sie sagen wird. Wie sie reagieren wird. Sie meinte ja, wir sollen ihr auf keinen Fall nachkommen. Na gut, aber das und alles andere, das sehen wir in der nächsten Folge dann. Bis hierhin, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es war mir wie immer eine Freude und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.